Unser Konzert heute gilt dem Werk von Jerzy Ligeti. Dieses Gespräch will versuchen, die vielfältigen Beziehungen seiner Kompositionen zu den Wissenschaften, insbesondere den Naturwissenschaften, etwas aufzuklären. Dazu darf ich Ihnen zunächst Jerzy Ligeti vorstellen und zu meiner Rechten Volker Banfield, der mich bei dieser schönen Aufgabe unterstützen wird. Volker Banfield gilt als einer der wesentlichen Interpreten des Werkes von Ligeti und ist Professor für Musik an der Hamburger Musikhochschule. Juri, wir haben wenigstens zwei der 11 Musiker Richard Carter Stücke gehört und ich habe mich persönlich wahnsinnig darüber gefreut, denn ich bin doch sehr verliebt in diese Stücke, auch wenn sie nicht mehr charakteristisch sind für das, wofür heute deine Musik steht. Wollen wir ein bisschen trotzdem erklären, wie die Stücke entstanden sind, was die Ideen waren? Es war ja eine gewisse Befreiung für dich. Ja, das ist jetzt schon vor 39 Jahren, 1951. Ich war damals 28 Jahre alt, in Budapest. Ich stand als Komponist unter dem Einfluss von Bartók, vor allem etwas Stravinsky, alles andere habe ich nicht gekannt. Und dann waren diese Vorstellungen, wie kann ich etwas Eigenes aufbauen? Meine Vorstellung war, ich baue aus so etwas wie Lego. Aber Lego kannte ich schon. Es sind ganz einfache Elemente und aus diesen einfachen Elementen baue ich dann eine Struktur. Ganz bewusst, das ist oder wie eine Grammatik. Ich habe bestimmte Wörter und da habe ich Verbindungen zwischen diesen Wörtern. Und meine Idee war, aus einem Ton auszugehen. Das ist eben das erste Stück. Besteht aus zwei Tönen, also aus einem Dominante und einem Tonika. Aber lange Zeit ist nur ein A in vielen verschiedenen Oktaven. Und da waren ganz bestimmte Konstruktionsideen, was den Rhythmus betrifft und wie ich daraus eine Form baue. Es ist eine Art von Entwicklungsform. Und als Abschluss der zweite Ton D. Und im zweiten Stück sind es drei Tonhöhen, Eis, Fis und G, Eis, Fis und G, also benachbarte kleine Sekunden. Im dritten Stück ist es dann ein Dur-Moll, also vier Töne und so weiter. Deswegen besteht dieser Zyklus aus 11 Stücken, weil ich von 2 Tönen bis 12 Töne gehe. Es hatte nichts zu tun mit der Zwölftonmusik, also ich kannte Schönberg gar nicht damals. Es war aber trotzdem ein gewisser Neuanfang und dann gab es 6 Jahre oder 7 Jahre später nochmal einen viel radikaleren Neuanfang, als du nach Westeuropa kamst und ich glaube in Köln mit elektronischer Musik konfrontiert. Ja, das war 57, ja, 6 Jahre später. 57. Ist es richtig zu sagen, dass aus dieser Zeit des Kölner Studios starke Impulse ausgegangen sind für deine weitere musikalische Entwicklung? Ja, entscheidende. Ich würde das vielleicht so sehen. Ich war, als ich anfing zu komponieren, ganz naiv, so in romantischem Stil, à la Grieg und so weiter, 14-jährig, 15-jährig. Und dann kam aber eine sehr, sehr tiefe Beeinflussung. Meine zentrale Idee ist Polyphonie. Deswegen bin ich heute auch so irrsinnig fasziniert von verschiedenen, zum Beispiel nicht-europäische, das ist Afrika südlich der Sahara, Südostasien, Melanesien, verschiedene polyphone Kulturen, ganz andere als in Europa und auch von der europäischen polyphone Kultur. Und damals war es auch Polyphonie. Und ich war ganz gut in Kontrapunkt an der Musikhochschule. Wir haben Palestrina Kontrapunkt studiert, nach dem dänischen Buch von Knud Jeppesen. Und das führte mich dann zu den alten Niederländern, also Okegem vor allem, und diese Idee von komplexen Geflechten. Und das führt uns gleich zu unserem Thema Komplexität. Und dann kam die, ich will jetzt sagen, nicht das, dass ich von der elektronischen Musik beeinflusst gewesen wäre, umgekehrt. Ich wollte nach Köln, das war eine der zwei damals existierenden Studios für elektronische Musik in Europa, das andere war in Mailand, weil ich suchte eine neue Musiksprache. Und gerade diese, meine Prägung vorher durch Polyphonie und Vorstellung von Komplexität, die aus sehr einfachen Elementen ausgeht, aber sehr schnell durch die Überlagerung, durch die Kombination von vielen Schichten
zu einer Komplexität führt. Aber mein Interesse für elektronische Musik, das war nicht eine Vernarrtheit in Technologie. Also es war nicht die Elektronik in erster Linie, sondern die neuen Techniken, die versucht wurden. Die neuen Möglichkeiten aus zahlreichen Schichten, da hatte ich die Vorstellung, ich kann praktisch unbegrenzt, nicht unendlich viele, aber beliebig große Anzahl von Schichten. Also ich habe von polyphonen Strukturen geträumt, die aus vielen hundert Stimmen sind. Das kann man in der Realität nicht bekommen. Es gibt nicht so viele Einzelstimmen. Also man kann ich habe dann gleich nach der Erfahrung im Studio gemacht, totale Divise, also totale Aufteilung des Streichorchesters zum Beispiel. Und dann kamen diese Riesenpartituren, wo jeder Streicher in einem Orchester, sagen wir, von 60, 70 Leute seine eigene Stimme hat. Aber das war schon die Rückwirkung der Erfahrungen im Studio für elektronische Musik. Das war, was ich dann in Köln vorfand, war etwas viel Einfacheres, Primitiveres als das, was ich erwartet habe. Hauptsächlich die elektronischen also Klangquellen waren hier sekundär. Das, hauptsächlich die Technik war, wir hatten drei Tonbandgeräte. Wir könnten bestimmte Sequenzen von Klängen oder Sinustönen auf ein Tonband, also speichern, sequenziell speichern, aufnehmen. Und da waren zwei solche Sequenzen fertig. Das waren Tonbänder geschnitten aus viele Zehntausende kleine Schnipsel. Ja. Nicht mehr so bis zu 1 Zentimeter kurzer, was man eben technisch machen konnte. Und wenn zwei solche Sequenzen übereinander kopiert waren, dann ergab das also ein Resultat und dann konnte man zwei solche Resultate und dann ging es sehr schnell mit 2, 4 und so weiter, also Potenz von 2. Es war so Komplexitäten. Eine Verdichtung im Zeitraum gewissermaßen. Ja. Es werden sozusagen Tonereignisse im Zeitraum zusammengeschoben, überlagert, in eine Nähe gebracht, die dann so nah ist, dass unser Gehör die Einzelereignisse nicht mehr unterscheiden kann. Es tritt eine Verschmelzung ein und durch diese Verschmelzung entstehen gewissermaßen neue Signale. Und das scheint irgendwie der Anfang gewesen zu sein für eine Entwicklung für dich, die in ganz vielen Varianten dann bis heute durchgeht. Zu dieser Konzeption geführt hat, was sich dann später als Schlagwort Mikropolyphonie genannt hat. Es ist eine übersättigte Polyphonie. Sind so viele Stimmschichten. Wie du siehst, es ist eine Verschmelzung von zwei Konzepten. Eine ist die niederländische Polyphonie von Josquin des Prez von OKM und andererseits die Erfahrungen im elektronischen Studio. Das scheinen so disparate zwei Bereiche zu sein, aber die kamen dann in meinen Gedanken zusammen. Da spielten noch viele andere Einflüsse eine Rolle. Sehr komplexe Ornamentik aus der bildenden Künste, wie Alhambra in Granada. Ich kenne das vom Foto, ich war nie in Granada. Book of Kells aus der irischen Tradition. Viele solche, also sehr komplexe, verschlungene Strukturen. Es kam auch mein Interesse für Mathematik aus der Mittelschule. Ich kannte damals, also wusste nichts über Knoten, also Topologie und solche sehr verschlungene Verknotungen. Später aber war auch diese, also obwohl ich keine wissenschaftliche, keine scientistische Kunst mache, ich bleibe also autonom als Künstler, der rein empirisch arbeitet. Es waren eher Einflüsse aus dem Bereich der Geometrie oder Mathematik im Allgemeinen, die eine Rolle gespielt haben und vieles andere aus bildenden Künsten. Die neue Konzeption, und da würde ich sagen, wenn ich etwas Neues gemacht habe als Künstler, dann ist die Art von Clair-Obscur, von einer Arbeitsweise, in der die Polyphonie so dicht wird, einfach durch die Überlagerung, Verknotung, Vernetzung von vielen Einzelstimmen. Ich habe auch dieses Konzept von Netzstrukturen in der Musik entwickelt. Und zwar, das sind dann eben nicht räumliche Netze, sondern zeitliche, also das heißt raumzeitlich, hast du gesagt. Es ist eine Art von imaginärer Raum, die wir bei Musik hören sowieso, die unwirklich entsteht als konzeptueller Raum. Wir hören Musik als zeitlichen Prozess, aber gleichzeitig ist für uns Raum, Tonhöhe zum Beispiel, die Assoziation zu der vertikalen Dimension, sehr stark auch Tiefe.
also Raumperspektive. Es ist in der europäischen Kultur, in der, also im Laufe der Jahrhunderte, diese Vorstellung, dass Musik ist nicht nur ein zeitlicher Vorgang, sondern eine Art von abstrakten, in einen abstrakten Raum. Auch von Farbassoziationen, Lichtassoziationen, das alles spielte eine Rolle. Und was ich in der Musik gemacht habe und was vorher nicht gab, es gab bei Wagner sowas wie Feuerzauber, also auch eine Art von Auflösung der einzelnen Linien. Also es waren immer Vorstufen. Gerade im Feuerzauber von Wagner auch das Vorspiel zum Rheingold, also die statische Fläche. Das hat für mich ganz bewusst einen ganz wesentlichen Impuls in dieser Richtung. Du siehst das da, niederländische Polyphonie, Wagner, auch Debussy. Und dann, jetzt komme ich auf Malerei. Ich war von Turner fasziniert, von Monet fasziniert, später immer mehr von Cézanne. Eine Art von Koloristik und Auflösung der Linien. Und all das, was bis in der Musik, in der früheren Polyphonie, sowohl in der Zeit zwischen Machaut und Palestrina, wie dann später bei Bach, da waren noch deutliche einzelne Linien, also Stimmen als Linien. Das habe ich verschwimmen lassen, ebenso wie die Landschaften bei Turner, die eine Weiterentwicklung der Hintergründe, des Horizonts, der Wolken- und Himmelformationen bei Claude Lorrain waren, das dann über Monets bewegte, also wie er Bewegung malen kann, bewegtes Meer zum Beispiel. Solche Assoziationen führten mich zu der Vorstellung, Polyphonie als etwas Überdichtes, wo die Details eigentlich untergehen und wo wir, ich benutze jetzt ein Wort, was ich viel später kennengelernt habe, Signale und Supersignale. Wenn ich zum Beispiel einen Fernsehschirm habe und so und so viel 1000 Pixel, also Elemente dieser viereckigen Fläche, was im Fernsehschirm ist, was de facto passiert, sind, dass da die einzelnen Punkte in verschiedenen Farben aufblitzen und wieder auslöschen. Also es sind statische Gebilde. Was sie als Illusion ergeben, ist ein bewegliches Bild. Also wir sehen nur den Supersignalstruktur. Und sowas habe ich versucht in der Musik zu machen. Mit anderen Worten, die sequentielle Abfolge war nicht in erster Linie dein Interesse, sondern die Erzeugung von Mustern, die man sich räumlich in der Fläche vorstellen kann. Ja, und auch in der Raumtiefe. Es waren dreidimensionale Vorstellungen. Sogar dreidimensionale. Stellt das nicht an die Interpreten eine Aufgabe, die fast unlösbar ist? Denn irgendwie muss das doch umgesetzt werden. Und das, was der Interpret macht, auf dem Klavier beispielsweise oder dem Cembalo, ist doch eine sequentielle Arbeit. Also mein Lieblingsinterpret, was Klavier betrifft, sitzt hier, Volker Benfield. Und jetzt springen wir in der Zeit ein Riesen, also von meiner Zeit im Studio für elektronische Musik in Köln. Das war 57, 58, die zwei Jahre. Und ich habe das erst, diese komplexe Polyphonie, die Mikropolyphonie, erst als ich es vom Medium Elektronik, weil ich habe drei elektronische Stücke gemacht, dann bin ich auf Orchester umgeschwemmt. Der bisher komplexeste Stück ist eigentlich ein Orchesterchorstück, das ist eine 20-stimmige Fuge, Kyrie, My Requiem, das war im Jahr 64. Und die Orchesterstücke, also Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, Apparition, Atmosphäre. Und dann bin ich immer mehr in Richtung, kann ich diese Komplexität auch in reduzierten, also ich brauche nicht mehr über 60 Stimmen und allmählich vom großen Orchester auf Kammerformationen und ich bin dann schließlich auf ein Instrument, das war zuerst das Cembalo, das ist das Stück Continuum. Und in den letzten Jahren, besonders Mitte 80er Jahre, waren eben die Klaviere dünn, wo ich versuche, die zwei Hände des Pianisten und das Gehirn des Pianisten auf diese Weise, würde ich sagen, dazu zu führen, dass man ihn mit hoher Virtuosität, und jetzt kommt Volker zum Wort, wie das also von Seite des Klaviervirtuosen aussieht, wie man solche sehr komplexe Gebilde durch eine Polyphonie von nur zwei Händen, die Musik ist auch zu ganz, also jedenfalls Musik auf akustischen Instrumenten, braucht lebendige Interpreten. Aber es ist eine weitgehende Reduktion der ursprünglichen Vorstellungen mit sehr vielen Schichten. Thank you.
Wie ist das denn, Volker? Kann man das erklären, wie sozusagen diese sequentielle Arbeit, die man verrichten muss, ich entschuldige mich, dass ich das Arbeit nenne, aber ich nenne es mal so, wie man das zusammenbringen kann mit dieser Absicht der Erzeugung eines Signals, was weit über das Sequentielle hinausgeht? Das hat sehr viele Aspekte. Ich denke, ich will ganz kurz auf die Natur des Interpreten überhaupt eingehen. Ein Interpret ist jemand, der sich mit einem Werk beschäftigt, was er selbst nicht geschrieben hat. Ein Interpret ist aber auch ein Künstler, der eigene Ideen hat, der seine eigene Erfahrungswelt, seine eigene Erlebniswelt hier mit einbringt. Und es steht hier am Anfang eigentlich das Kennenlernen des Werkes und das erste Signal: Wie stelle ich dieses Werk dar? Wie ergründe ich die Absichten des Komponisten? Und wenn man dann das zu ergründen haben glaubt, das ist übrigens eine Erkenntnis, die nie konstant bleibt, die sich, wie man sich mit dem Werk beschäftigt, auch immer wieder verändern kann, dann kommt der Widerstreit und manchmal das Zusammengehen mit der eigenen Inspiration, mit den eigenen Ideen, die eigenen Empfindungen, die dieses Werk in mir anregt. Und man muss das in diesem Zusammenhang sehen, denn erstens mal, du sprichst von einer Linearisierung, ein sequentieller Ablauf findet ja in der Ebene statt, in der Zeitebene. Das ist etwas, was eigentlich in der Musik ganz natürlich ist. Musik hat Zeit als den Hauptparameter. Sie kann nur in der Zeit stattfinden. Man kann Musik nicht wie eine grafische Darstellung einfach hinstellen. Die kann man sich dann eine Sekunde ansehen oder man kann sie sich 10 Stunden ansehen. Sondern die Zeit der Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk ist vorgegeben. Aber kannst du? Wenn ich mich selbst damit beschäftige, dann heißt das verschiedene Dinge. Entschuldigung, die Krankheit kommt hinterher. Die traditionelle Musik, oder ich will sagen, die Zeiteinteilung der traditionellen Musik, wie wir sie im Abendland entwickelt haben, hat eine
lineare Komponente, nämlich die Zeit, die vergeht, die Linie, die Melodie. Und sie hat auch eine sehr starke vertikale Komponente, die sich als ein sich wiederholender Rhythmus zeigt, eine gleichbleibende rhythmische Struktur, ein Viervierteltakt, ein Drei-, ein Walzertakt. Und auch eben in der abendländischen Musik die vertikale Tonhöhenorganisation der Akkord, die Harmonie. Wir haben Bestrebungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, das ist eigentlich schon, passiert schon vorher, ist aber nicht so genau formuliert, die Austauschbarkeit in der Harmonie, in der vertikalen und in der horizontalen, will heißen, dass beispielsweise Stichwort Scriabin, der einen Akkord definiert und aus diesem Material des Akkordes, was zunächst einmal vertikal organisiert ist, entwickelt sich auch eine Linie, die aber dieselben Tonhöhen benutzt. Ich will doch nochmal auf meinen Punkt Ja, ich weiß schon, worauf du kommst. Ich brauche diese kleine Vorrede, um zu erklären, was ich jetzt sagen will. Das, was an Dürers Musik neu ist und für uns Interpreten ungeheuer schwer ist, ist eigentlich der Umgang mit den rhythmischen Ideen. Ich denke, dass du hast vorhin von zwei Händen gesprochen. Ich sehe in der Musik nicht eine Dualität, sondern es ist mehr. Es sind nicht nur zwei Linien, es sind drei, es sind vier, es sind fünf. Das gibt es auch in der komplexen Polyphonie in der Bachschen Fuge schon. Und man kann damit nur umgehen, indem man als Interpret selbst entscheidet, sich eine Rangordnung bildet, in klanglicher Art. Sagt, dieses Thema hebe ich hervor, das andere Thema bleibt drunter. Und dann das nächste, das kommt wieder her, oder ich mache es in einer anderen Farbe. Oder beispielsweise durch Artikulation. Ich würde aber jetzt gerne doch mal eben reingehen. Er möchte ja Supersignale erzeugen. Und bist du da einfach Werkzeug, indem du sozusagen die Noten, ich sag's mal ganz platt jetzt, spielst, mechanisch spielst, zwar perfekt und auch sehr vielleicht adäquat interpretiert und die Supersignale kommen dann sozusagen heraus, oder bist du dir bewusst über das, was am Ende herauskommt als Da sagst du schon zwei Dinge, die sich gegeneinander ausschließen. Wenn ich ein Stück perfekt spiele, damit ist es noch nicht adäquat interpretiert. Eine adäquate Interpretation beinhaltet mehr als wie ein Computer, der für irgendetwas programmiert ist. Und ich komme schon darauf hin. Es ist für einen Interpreten immer die Phase der Arbeit und die Phase der Interpretation, des Spiels, des Aufführens. Die Phase der Arbeit hat mit dem zu tun, was du sagst, ich spiele alle Noten. Das ist noch kein Kunstwerk. Da ist auch das Kunstwerk vielleicht zu erkennen, vielleicht auch nicht, für den Zuhörer. In der Phase der Darstellung und der Interpretation findet etwas statt, was mit dem Verständnis des Werks zu tun hat. Das heißt, ich sehe in meiner Arbeit eigentlich drei Phasen. Ich versuche zuerst, wenn ich das sehe, und überhaupt muss ich erst mich mit dem Material beschäftigen. Das geht relativ schnell und ich versuche zu ergründen, was es zu bedeuten hat. Wie teilt sich das denn mit? Geht das ohne persönliche Kommunikation mit Juri oder sollte ist das ganz sollte notwendig? Eigentlich. Ich spreche jetzt allgemeiner. In unserem Fall, wir sind Kollegen in Hamburg an der Hochschule und haben natürlich Kontakt gehabt. Ich glaube, du hast gewusst, welche Musik mich interessierte. Ich habe so ungefähr gewusst, in welche Richtung deine Interessen gehen. Und insofern hatte ich natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung, wie diese Stücke geschrieben wurden. Ich meine aber, dass aus Sicht des Interpreten eine solche Erwartungshaltung schon schädlich sein kann, weil die einfach zu viel von den eigenen Gedanken, von der eigenen Interpretation schon einbringt und vielleicht die Augen verschließt für etwas, was man vielleicht nicht sofort sieht, was aber sehr wichtig ist. Und ich versuche deswegen in allen Interpretationen, die ich spiele, mich nicht festzulegen, zu sagen, jetzt ganz grob ausgedrückt, das ist ein trauriges Stück, das ist ein glückliches Stück, das ist ein schnelles, lustiges Stück, sondern eher im Sinne einer malischen Symphonie oder eben der Vielschichtigkeit deiner Musik, für mich selbst einen gewissen Abstand zu schaffen, ohne mich davon abzukoppeln, aber diesen Abstand zu schaffen, der die Möglichkeit gibt, dass verschiedene Dinge sich entwickeln können. Und das, was dich jetzt eigentlich interessiert, will ich jetzt auch beantworten. Manche Dinge, die ich tue, tue ich dann ganz bewusst. Und durch die Tatsache, dass ich alles, was notiert ist, auch zu spielen versuche, entstehen auch Dinge, die mir nicht bewusst sind, die aber in der Komposition stecken. Das ist ja eigentlich heimtückisch von Juri, dass er sich als Werkzeug sozusagen benutzt. Dir bewusst, dass du sozusagen den Interpreten überlistest? Ja, dazu würde ich ein bisschen anders antworten, weil jetzt kommen wir auf etwas ganz Wesentliches.
in das, was ich entwickelt habe, so allmählich im Laufe der Spät-50er, 60er Jahre, spielte eine immer größere Rolle Illusionsmuster. Also Supersignale sind auch irgendwo Illusion. Mhm. Ist die Frage, was wir als de facto nehmen und was wir wir können alles auf ein Raster reduzieren und dann wäre alles Illusion. Nun gibt es, das habe ich es viel später kennengelernt, im Laufe der 80er Jahre nachträglich, gibt es eine große Kultur, das ist Afrika südlich der Sahara, wo eine eminent motorische Kultur, wo in der Instrumentalmusik also ein musikalisches Konzept ganz anders, als wir es in der europäischen Tradition haben, wo was memoriert wird und was bewusst getan wird, sind nicht Tonhöhenstrukturen, sondern motorische Muster, Muskelspannungs-, also Bewegungsmuster. Und es ist eine sehr, sehr große Kultur, das betrifft Xylophon-Spielen und das betrifft Lamellophon, das ist Sansa oder Mbira, das ist auf Deutsch populär Daumenklavier. Also das sind diese Instrumente mit Bambus oder mit Metallstäbchen, die angezupft werden, meistens mit zwei Daumen, manchmal mit anderen Fingern auch, auf einen Resonator. Und bei dieser Musik, das kannte ich, als ich zum Beispiel Continuum für Cembalo schrieb, das war 68, hatte ich keine Ahnung, dass es etwas sehr Ähnliches in Afrika gibt. Und zwar, was bewusst getan ist, sind bestimmte Bewegungsmuster der Finger oder bei Xylophon-Spiel bestimmte Bewegungsmuster dessen, was gespielt wird, fast wie ein Tanz, also memoriert werden Bewegungsabläufe. Und was der Hörer hört oder auch der Musiker hört, ist in Diskrepanz zu diesen Bewegungsmustern. Also ist nicht dasselbe, als was er spielt. Das gilt ganz besonders für Continuum. Ja, und jetzt ist die merkwürdige, für mich damals unbewusste Parallele, dass ich im Cembalo-Stück Continuum, der Ausgangspunkt waren optische Erlebnisse, zum Beispiel ein Stroboskop. Also eine drehende Stroboskopscheibe, wo sich da Muster ergeben, ein stehender Lichtstreifen, der sich allmählich verschiebt. Aber das ist dann nur eine optische Täuschung, die aus einer bestimmten Rotationsgeschwindigkeit und der Frequenz des Wechselstromes, in dem diese Lichtquelle daraus resultiert. Ich war von solchen, zum Beispiel von Stroboskopen, also solche Effekte, ich habe die genaue Erinnerung noch als kleines Kind in der kleinen siebenbürgischen Stadt Ditchesemar am Bahnhof, wenn da ein Zug in Bewegung gerät, wenn es Abend war, also mit künstlichem Licht, das was flatterte und dann ergaben sich auf der großen Rad, das anfing sich zu drehen, plötzlich stand das und man sah aus den Speichen des Drahtes einen ungefähr, also nicht in der Richtung, wie sich das dreht, sondern umgekehrt, eine Umkehrung und eine Illusion, das dauerte nur ein, zwei Sekunden, weil dann die Lokomotive verschwand, nicht? Solche illusorische Muster haben mich also fasziniert seit meiner Kindheit. Und unbewusst war, was ich dann in den 60er Jahren, nicht nur in Continuum, es war schon früher im Stück für 100 Metronome, es ist eine große Anzahl, es ist eine Zeit, es ist eine Superposition, also Überdeckung von vielen Gittern in der Zeit. Das war das Metronomstück. Und das hat mich dann dazu geführt, in diesem Cembalo-Stück Continuum Folgendes zu machen. Was gespielt wird, ist eine sehr schnelle Bewegung. Was wir aber hören, also diese schnelle Bewegung, schnelle und gleichmäßige Bewegung, das bleibt Hintergrund. Und was wir hören, sind Muster, illusorische Muster, rhythmische und melodische Muster, die sich aus der Verteilung der Häufigkeit von wiederkehrenden Tonhöhen in der Zeit, also ich kann diese Muster, und das war dann eine ganz bewusste konstruktive Arbeitsweise, dass ich da Mustertransformationen aus solchen Wiederkehrungen, es hat sehr viel zu tun mit dem, was damals schon sehr verbreitet wird, Op-Art, also solche zum Beispiel Moiré-Strukturen, wenn ich zwei Gittern übereinander lege und die verschiebe und dann kriege ich immer andere Resultate. Sowas wollte ich in der Musik machen. Das war Continuum. Und das hat zu tun mit der afrikanischen, was ich ja später erfahren habe, dass man zum Beispiel mit zwei Händen zwei verschiedene Bewegungsabläufe macht und was wir hören, ist was ganz anderes. Ist das Kombination, sind Supersignale, weil wir nicht die Bewegung als solches hören, sondern akustischen Produkt. Das ist, was ich in der Klaviertüte tue und auf die Weise, wie ich Volker manipuliere, also im guten Sinne manipuliere, ist, dass ich wie hochvirtuose, irrsinnig schwierige Aufgabe für den Pianisten,
Gebilde schaffe, indem ich, indem der Pianist, wenn er korrekt das spielt, und das tut Volker, dann erzeugt er akustische, also musikalische Gebilde, die gar nicht als solche gespielt werden, die nur aus der Kombination der vielen Einzelstücke, zum Beispiel in meiner 6. Etude, Otom a Varsovie, gibt es die Illusion, als ob der Pianist in mehreren verschiedenen, das sind an einigen Stellen vier, sogar fünf verschiedene Geschwindigkeiten, das ist resultiert, das kannst du besser erklären. Du führst ja dabei deinen Interpreten oft an die physiologischen Grenzen des Machbaren. Was sind die denn, Volker? Wie kann man die beschreiben? Wie weit also kann man das noch ausdehnen? Kann man noch einen Schritt weiter gehen oder sind die Grenzen in seinen Stücken erreicht? Die Grenzen werden natürlich immer rausgeschoben. Und also wir spielen heute Dinge, junge Leute spielen heute Dinge von einer Komplexität mit einer großen Selbstverständlichkeit, die vor 20 Jahren uns die grauen Haare hätten wachsen lassen, man hätte gesagt, es geht nicht. Ich erinnere mich an Unterhaltungen zwischen uns, wo ich erst gesagt habe, die konservative Seite in mir gewonnen hatte und ich sagte, es geht nicht. Und dann habe ich es aber doch probiert, als neugieriger Mensch. Juri hat mal behauptet, dass es doch irgendwelche Zusammenhänge gibt, die untermauert sind, dass es doch gewisse Grenzen gibt, die sowohl für das Gehör wie das Auge, auch für die Bewegung maßgebend sind. Also es gibt Grenzen sicher natürlich in der Schnelligkeit der Bewegung, ja. Es gibt Grenzen, wie weit die Ballistik, die Mechanik eines Klaviers überhaupt noch mitmacht. Das sind Grenzen, aber ich glaube, es geht hier um andere Dinge, die schwieriger sind. Ich habe vorhin das mit dem Rhythmus angedeutet, als eindeutige vertikale Struktur. Und das Neue in diesen Etüden ist, dass man eigentlich alles, was man über diese festgefügte, stetig wiederkehrende vertikale rhythmische Struktur, diese regelmäßige Zeiteinheit gelernt hat, dass man das alles vergessen muss. Das ist eigentlich der schwierigste Teil, denn es geht hier um additiv aufbauende rhythmische Strukturen, von denen auch verschiedene nebeneinander herlaufen. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Täuschung, die Überlistung des Interpreten durch den Komponisten. Es ist natürlich nicht so, dass erstens der Interpret das nicht weiß, was da abläuft, und zweitens er ohne Kenntnis oder ohne das Ergebnis auch zu wollen, würde es auch nicht funktionieren. Die Sache ist nur vielleicht allenfalls noch in Kontinuum, was in dieser Struktur so klar ist und eigentlich, wenn ich das so sagen darf, das als einzige Botschaft sozusagen hat, ist diese Phasenverschiebung. Da würde das am ehesten noch funktionieren. Die Etüden sind sehr viel komplexer, insofern als die Superimposition von diesen rhythmischen Strukturen, diesen verschiedenen netzartigen Pattern, wie du das nanntest, überlagert ist von anderen musikalischen Ideen, die mit Klang zu tun haben, die mit Melodie zu tun haben. Und hier geht es natürlich darum, dass man schon versteht, worum es geht. Und man muss als Interpret, das sage ich dir ganz offen, hier auch justieren manchmal. Und ohne wirklich die Vorstellung dessen, was am Schluss da sein soll, genau zu haben, ist diese Musik nicht zu spielen. Zumindest sie wird dann nicht interpretiert sein, in dem Sinne von Darstellung des Kunstwerkes, wenn man nur die mechanische Komponente sozusagen, und sei es auch noch so naturgetreu, verwirklicht. Es gehört dann mehr dazu. Eben, es muss doch viel mehr sein. Sonst würde doch Juri wahrscheinlich auf die Idee kommen, seine Stücke von einem Computer spielen zu lassen. Ja, das ist eine interessante Frage, denn die Entwicklung der elektronischen Musik hatte ja damit zu tun. Es ist eine lange Entwicklung, die in der Romantik anfängt mit der Verpersönlichung des Kunstwerks, wo also der Komponist selbst das Kunstwerk für sich privat reklamiert. Und natürlich, wenn man die Regieanweisungen, will ich fast sagen, in Mahler-Symphonien zum Beispiel liest, jemand, der ja selbst dirigierte, so penibel, das wird also noch genauer, wo also genau steht, hier bitte nicht das tun, hier das tun und so weiter. Es hat also damit zu tun, dass der Komponist eigentlich über seinen Interpreten eine immer größere Kontrolle ausüben möchte. Und die elektronische Musik oder jede Form von mechanisierter Aufführung bietet ja die Möglichkeit, den Interpreten ganz auszuschalten. Bestimmt tiefere Gründe, als dass er einfach nur Sympathie gegenüber den Interpreten hat. Ich denke, es hat doch auch etwas damit zu tun, dass das, was er macht, eigentlich nur... Nein, klassisch instrumental. Ich verstehe mich jetzt nicht. Ich glaube, ich unterstelle hier nichts Bösartiges an Komponisten, Eliminierung des Interpreten zu tun hat, sondern es hat natürlich schon damit zu tun, wie man sein eigenes Kunstwerk sieht.
Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich... Mein Eindruck ist vielmehr, er braucht das klassische Instrument. Ich glaube, dass er eine Vielschichtigkeit erzeugen will, die einfach nur mit eurer Hilfe möglich ist. Ja, ich glaube, das ist auch einfach, dass bei aller Komplexität Dury ein Komponist ist, der ein sehr starkes Verhältnis zur Sensualität des Instruments hat, zur Sensualität des Materials des Instruments und eben auch zu der... ja, wie soll ich sagen, Irrationalität des Musikmachens an sich, was ja eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Ich hätte ohne weiteres im elektronischen Studio bleiben können, weshalb bin ich eigentlich weggegangen. Nicht, dass ich das ablehnen würde. Ja. Heute auch akzeptiere ich Computermusik, ich mache es selbst nicht. Aus folgenden einfachen Gründen. Der Unterschied zwischen Leder und Sky kennt dann jeder. Sie können fast gleich aussehen, aber eine hat noch einen Duft. Ich brauche diesen Duft. Ich brauche Fleisch. Ich brauche nicht Plastik. Und deswegen brauche ich, also bevorzuge ich die akustischen Instrumente und die lebendige Interpreten. Ich kann also viel perfekter mit der Sequencer, es gibt diese sehr einfache, käufliche Software für kleine Atari-Computer und man kann also alles mögliche Rhythmische machen. Oder ein Lebenswerk eines Komponisten, der ich von der heute Lebenden, also er ist einer meiner zwei Lieblingskomponisten von der Lebenden, Nenkero, der andere ist Messiaen. Und Konrad Nenkero hat ein Lebenswerk für das mechanische Klavier geschaffen, von einer Komplexität und nach meiner Meinung von einem ästhetischen Rang, was ganz, ganz leider ist er zu wenig allgemein bekannt. Er hat eben verzichtet auf das Lebendige. Und ich bin so sehr von einer unmittelbaren, also ich bin als Künstler eigentlich das war das richtige Wort, unmittelbare Sinnlichkeit. Und dazu brauche ich. Ich brauche auch, dass das riecht, dass das duftet. Das müssen lebendige Menschen sein. Ja, also so bei ganz oberflächlicher Annäherung an deine Thesen ist da ja ein gewisser Widerspruch. Denn sehr viel von deinen Strukturen ist ja angelehnt oder beeinflusst oder inspiriert aus technischen Phänomenen, wie du eben erklärt hast, aus naturwissenschaftlichen Phänomenen. Und Konstruktionen. Und so könnte man doch sehr leicht den Schluss ziehen, dass auch das adäquate Mittel, das umzusetzen, hörbar zu machen, dann eben die Möglichkeiten des Computers wären. Ist mir klar. Ich würde eben nur gerne nochmal diesen scheinbaren Widerspruch doch nochmal gerne auflösen, weil ich denke, da liegt genau das Interessante dazwischen. Ich finde, eine perfektionistische Realisation dieser Ideen wäre im Grunde genommen langweilig. Warum? Weil eben das Zusammentreffen in der Kunst von einer rationalen Form und der Fantasie, die damit umgeht und die damit aufeinanderprallt, das macht die Angelegenheit doch überhaupt erst interessant. Ist das der Grund, warum emotionale Wendungen bei dir so gut wie gar nicht vorkommen oder verbannt sind? Also meine Musik, sogar meine, ist sehr viel mehr im Bereich des limbischen Systems als im Bereich des Cortex. Also es hat alles eine emotionelle und eine konstruktive Komponente. Jedenfalls in der Überlieferung dessen, der Konvention dessen, was in unserer europäischen Kultur Musik ist. Wir wissen nicht, was Musik ist. Wir sollen das auch gar nicht definieren. Es ist eine Art von Spiel, ein Gesellschaftsspiel. Und es ist aber etwas anders als Sprache, was zum Beispiel ganz nüchtern, also ganz klare semantische, also eine Bedeutung hat. Wir wissen nicht genau, welche Bedeutung Musik hat. Wir treiben es und es gibt eine Schicht darin, die also sehr unmittelbar sinnlicher Genuss bedeutet. Nicht unbedingt Schönheit, kann vieles andere sein. Eine Bachfuge ist zum Beispiel nicht nur schön, sondern irgendwo großartig als Architektur. Sehr ähnliches ist in der realen Architektur auch. Aber ich möchte da auf die Grundfrage Technologie und Wissenschaftlichkeit in Anführungszeichen einerseits und unmittelbare Sinnlichkeit auf der anderen Seite. Es gibt naiverweise oder als Vorurteil diese allgemein so eine Meinung verbreitet, also hier ist die Natur und da ist die Technologie. Und also zum Beispiel, es gibt Leute, die also zurück zur Natur, die grüne Bewegung und antitechnologisch eingestellt. Da gibt es eine andere Vorurteil, wir brauchen also unbedingt neue Maschinen, neue und so weiter, wegen Wohlstand und Medizin, Perfektion und so weiter. Und die Natur ist unwesentlich. Für mich, weil ich ein genuin anti-ideologischer, also ich glaube weder an die antitechnologische Ideologie noch an diese Natur. Also ich würde sagen, wo ich Technologie brauche, benutze ich die Technologie. Nun, in dem Augenblick, wo ich sehe, dass ich
mit einem Computer weiterkomme in der Realisierung meiner Vorstellungen, dann in dem Augenblick werde ich mich ganz hinein, wie sagt man, werfen in die Computerwelt. Ich habe kein Vorurteil gegen die Technologie, aber ich habe auch kein Vorurteil gegenüber das, was man in Anführungsstrich Natur nennt. Ich sehe keinen Widerspruch. Die technische Welt gehört auch zu unserer Welt. Und die sogenannte Natur ist auch nicht natürlich. Die wurde von Menschen schon verändert. Wir haben zum Beispiel die akustischen Instrumente wie Stradivari-Geigen oder Steinway-Flügel und solche Dinge. Die sind doch auch Maschinen. Ich sehe da keinen grundsätzlichen Unterschied, dass hier ein Klang zum Beispiel in der Musik von einem Stromkreis von Schwingungen, von hin und her laufenden Elektronen erzeugt wird. Mittelbar, weil unmittelbar wird es zu ein Lautsprechermembran, also Luftdruckschwankungen in Zeit erzeugt. Oder ob diese Schwingungen von einer schwingenden Seite oder Luftsäule, das ist kein grundsätzlicher Unterschied. Also ich bin als Künstler für beides. Wenn ich lebendige Instrumentalisten bevorzuge vor, sagen wir, fertig auf Tonband oder jetzt kann man das auf digital, also als Daten erzeugte Musik, dann hat das, ist vor allem aus folgendem Grund, ich würde das mit einem Beispiel klarer machen. Es gibt für Weben für Teppiche seit Anfang des vorigen Jahrhunderts die automatische, also Jacquard, die Jacquard-Webmaschine. Da wird ein Muster eingegeben, ist eigentlich einer der ersten Computer, also wie man ein Muster, da eine Maschine, ein Muster ausführt, die geplant wird, die eingegeben wird und das wird dann, da werden Teppiche nach einem ganz bestimmten Muster, man kann die komplexeste Muster weben. Ich mag die Jacquard also Teppiche nicht so sehr. Dann gibt es da irgendwo im hintersten Anatolien oder in Afghanistan einen Teppichweber und der macht auch ein geometrisches Muster mit Symmetrie, mit, also Spiegelung horizontal und vertikal. Und so. Und irgendwo aus einem launischen Einfall webt er dann plötzlich einen kleinen Kuckuck hinein. Der Jacquard-Webmaschine würde diese plötzliche Entscheidung, jetzt weiche ich ab vom Muster, nicht machen. Und das ist für mich ganz wesentlich. Und deswegen überantworte ich meine Strukturen nicht ohne weiteres automatischen Webmaschinen, was zum Beispiel ein Computer auch ist. In dem Augenblick, wenn ich den kleinen Vogel, den ich da reinweben will, auch programmieren kann, dann bin ich offen mit Programmen, das zu realisieren.
komplexe Strukturen, Muster, geometrische Formen, da haben natürlich sehr viel zu tun mit dem, was wir auch noch ein bisschen ansprechen wollen. Man liest ja häufig in der letzten Zeit, dass du sehr stark von fraktaler Geometrie angeregt worden bist. Und ich habe einmal versucht, in deinem Werk dafür Spuren zu finden. Und mein Eindruck ist vielmehr gewesen, dass da eine völlig unabhängige Entwicklung bei dir gewesen ist, die schon in den 60er Jahren nachweisbar ist. Ja. Da gibt es so Zitate, die sagen, ich suche Strukturen im Strukturlosen. Das würde diese man Zitate heute ist aber nicht von mir, sondern von Harald Kaufmann. Von Harald Kaufmann. Aber sie beschreiben dein Werk in dieser Zeit als Begriffe wie Chaosforschung und fraktale Geometrie überhaupt noch nicht existieren. Stück Atmosphäre. Ja. Ein schöner Zufall, dass der zweite große Aufsatz von Edward Lorenz über sein Strange Attractor in ein Zeitschrift, ich glaube Journal for Atmospheric Science, also Atmosphären, Turbulenzen, Strömungen, da ist eigentlich unser gemeinsamer Nenner. Genau. Und ich wollte ein bisschen, glaube ich, versuchen aus dir herauszubekommen, wie du das siehst. Mein Eindruck ist jetzt vielmehr der, dass in dir, wie ich schon anfing zu sagen, eine Entwicklung sich fortgesetzt hat bis heute, die völlig unabhängig war von diesen naturwissenschaftlichen Einflüssen. Bis 84. Zum Beispiel 84, die Einflüsse der Chaostheorie oder der fraktalen Geometrie. Ich hatte keine Ahnung. Und das davon unabhängig natürlich in den Naturwissenschaften, mit Lorenz in den 60er Jahren beginnend, eine Entwicklung vorangetrieben worden ist, die jetzt plötzlich in eine gewisse, man könnte sagen, Analogie, Parallelität sich begibt in deinen Arbeiten. Und das hat mich doch sehr fasziniert, dass sozusagen in einer abgekapselten musikalischen Welt Strukturen wachsen, in einer abgekapselten mathematisch-naturwissenschaftlichen Welt Strukturen wachsen, die dann plötzlich in diesen 80er Jahren so viel miteinander zu tun haben. Das würde ich noch gerne ein bisschen mit dir besprechen. Wollen wir das versuchen? Ja, also ich glaube, ich könnte das so darstellen. Es gibt, wir leben in einer Kultur und in diesem großen große Komplexität, was eine Kultur bedeutet und wo viele Gedanken erzeugt werden von einzelnen Leuten in Interaktion mit anderen. Da gibt es doch so oft, dass es ungefähr gleichzeitig in vielen verschiedenen Bereichen etwas hereinreift, was zunächst miteinander scheinbar gar nicht, also ganz unabhängig, scheinbar ohne gegenseitige Beeinflussung, aber indirekt in diesem großen kulturellen Netz vom Weltkontext doch eine Rolle spielt. Und es ist kein Zufall. In der Geschichte der Wissenschaften sehen wir immer, dass verschiedene Forscher fast zur selben Zeit dasselbe entdecken. Wir kennen heute Darwin, also Selektion und Evolution, Modell, das Wallace, das in derselben Zeit gemacht hat, nur hat vielleicht zwei Wochen später veröffentlicht und also der Forscher, der als Erster war, das ist dann die Prioritätsfrage. Ich glaube, dass es etwas hereingereift ist, mittelbar auch durch die Mikroelektronik, durch die Computer, also etwas, was ich wohl sehr gut gekannt habe, eine Denkweise eben in komplexen Strukturen. Und das war das, der Augenblick, wo das reif war Beginn der 60er Jahre. Es ist kein Zufall, dass der erste Strange Attractor, also gerade in der Meteorologie von Edward Lorenz, und sehr bald, da waren inzwischen die Ströme, was ich heute weiß, damals hatte ich doch keine Ahnung davon, und selbst die Mathematiker und hat sich alles später dann, diese Mosaiksteine, zu einem großen Zusammenhang gefügt. Ich fühle mich als deswegen irgendwo ein Teil dieser fraktalen Mafia, eine gute Mafia, weil ich unbewusst etwas sehr Ähnliches. Ich habe vorhin über Einflüsse der bildenden Kunst, da waren zum Beispiel die Einflüsse von Landschaftsmalerei, Wolkenformation und dann in der Realen, in der Natur, dass ich plötzlich mich mit solchen Formen, kann ich in der Musik solche weiche Übergänge, Clair Obscur zum Beispiel, die in der Malerei schon in der Renaissancezeit eine große Rolle gespielt hat, zum Beispiel Leonardo da Vinci, kann ich Clair Obscur, in der Musik waren da schon zum Beispiel, bei Debussy gibt es da, und ich war von Debussy sehr, sehr tief beeinflusst und heute auch und versuche gerade auch in der Harmonik sehr, sehr stark wieder, die Etüden zum Beispiel, die du spielst, Volker, knüpfen sehr stark an die debussische Klangwelt mit der Auslassung der Wiener Schule. Aber ich will jetzt nicht abschweifen. Was geschah bei mir war Folgendes.
Strömungsmuster, Fluktuationsmuster, Wolkenformationen, Dichte, zum Beispiel das Denken in Dichten und in weniger Dichten, also Abwechslung von so. Und dann denken nicht nur in Struktur, sondern in Textur. Unter Textur würde ich etwas viel Verschwommeneres und Komplexeres, eben Verwobenes verstehen. Das war ganz bewusst bei mir, dass in der Zwischenzeit in der Mathematik auch solche, und in vielen, nicht nur Natur, auch in Sozialwissenschaften zum Beispiel, es gibt die unglaublichen Analogien, was wir heute wissen, zu der Meteorologie in verschiedenen anderen, zum Beispiel in der Nationalökonomie, in Populationsdynamik, also in vielen Bereichen, wo man mit einer sehr komplexen Kausalität, mit sehr vielen einzelnen Elementen und eine sehr komplexe Verflechtung von Beziehungen zwischen den Elementen. Und deswegen sind die Resultate so sehr ähnlich. Der entscheidende Punkt war doch dann, und darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen und euch vielleicht auch gerne ein paar Experimente noch vorführen, dass es tatsächlich möglich ist, Supersignale, komplexe Signale zu erzeugen, die sozusagen aus dem Prozess selber heraus noch nicht verstehbar sind, ja, die nur im Zusammenspiel des Prozesses, in der Dynamik des Prozesses entstehen können. Und das ist ja auch das Geheimnis der fraktalen Geometrie, die... Bevor wir das anschauen, etwas Wesentliches sagen. Es ist zunächst bis zum Jahr 84 war das bei mir unbewusst. Aber dann, dass du gerade hier sitzt, weil du bist einer der Hauptsächlichen, also die das gemacht haben, wo ich ein Schockerlebnis im positiven Sinne hatte, war im Mai des Jahres 84, da hat mir Manfred Eigen, der sehr große Chemiker, den ich gut kannte, er gibt mir in meine Hand einen Katalog. Das war dieser Katalog von dir und Richter und Saupe und Jürgens, das zweite Ausstellungskatalog, war eine Ausstellung, glaube ich, hier in Bremen und dann in Göttingen. Ja. Und so. Ich mache das auf, ich muss sagen, ich habe einige fraktale Bilder ein Jahr vorher, 1983, gesehen von Richard Voss, einige künstliche Berge. Das interessierte mich wahnsinnig in einer französischen Populärzeitschrift. Oh, da gibt es eine neue Geometrie, also fraktale Geometrie habe ich dann zuerst gehört. Aber der richtige zündende Punkt war dieser Katalog. Und ich mache das auf und sehe ich plötzlich komplexe Strukturen, die auch in diesem Zooming, in der Vergrößerung der Details, wo man plötzlich sieht, was Unendlichkeit ist. Unendlichkeit bis dahin war etwas rein Abstraktes. Und hier sehe ich ganz konkret, ich kann die Unendlichkeit anfassen. Und meine erste Reaktion war, oh, das ist doch etwas, was ich seit 25 Jahren in meiner Musik suche und mache. Und dann wurde ich ein feuriger Anhänger von Mandelbrot und Richter und Peigen, der du bist jetzt als Heinz. So kam dann über Richter und über die Computerleute in Stanford, vor allem John Chowning, unsere persönliche Verbindung auch. Aber es ist, also wenn ich sagen würde, hat mich das beeinflusst? Ja. Erst war es ein Unbewusst, also eine Konvergenz ich kam von ganz anderen Richtungen, aber das gemeinsam waren Strömungsmuster, Fluktuation, Turbulenz, was ich ohne die Physik zu kennen in meiner Musik versucht zu haben, zu realisieren. Und ein letztes Wort dazu. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit mathematischen Strukturen oder überhaupt mit Naturwissenschaft, ich bin also sehr interessiert in Mathematik und in vielen Wissenschaften, nicht nur Naturwissenschaften, auch Geisteswissenschaften, aber ich als Komponist arbeite halb naiv und halb konstruktiv. Also großes Vorbild Bach. Bach war auch unglaublich konstruktiv, aber die emotionelle, sagen wir, limbische System ansprechende Teil ist einfach der unsichtbare Teil des Eisberges. Mhm. Und ich sehe da keinen Widerspruch zwischen Konstruktion. Ich arbeite sehr konstruktiv, aber ich verwende keine Algorithmen, keine Kalküle, wohl aber Denkweisen, die sehr vieles mit der mathematischen Denkweise zu tun haben. Ja, zum Beispiel organisches Wachstum entwickeln. Das wollen wir uns ja noch anschauen. Ja. Ist der Funke der Begeisterung für diese neue Geometrie auf Volker übergesprungen? Ist das irgendwann bei dir auch so gewesen, dass da eine fundamentale Erfahrung aus dieser Welt der Mathematik, der Geometrie? Also nicht als Keulenschlag eigentlich. Denn ich habe mich schon lange mit Naturwissenschaften beschäftigt. Computer ist eins meiner vielen Hobbys. Wozu ich sagen muss, dass es meine musikalische Arbeit relativ wenig beeinflusst hat. Lediglich vielleicht im Erkennen formaler Zusammenhänge,
ist natürlich ein mathematisch-naturwissenschaftliches Training von ungeheurem Wert, was eben auch in der Überschauung und der Analyse von großen Formen eine große Rolle spielt. Aber davon abgesehen, glaube ich, hat es für mein Musikmachen die naturwissenschaftliche Seite meiner Interessen mich nicht so interessiert. Was mich an den Fraktalen erst fasziniert hat, war wirklich die, das war eigentlich was Sinnliches. Ich fand erst diese Darstellung, diese Strukturen, das war wie ein Bild eines neuen Malers, den ich nicht kannte. Also du hast sie einfach schön gefunden zunächst. Ich fand sie schön. Schön kann man nicht sagen, weil manche, also für mein persönliches Empfinden, für meinen persönlichen Geschmack ist ein bisschen zu viel Symmetrie in manchen der fraktalen Figuren. Aber ich finde es einfach ungeheuer interessant und ich habe auch einen Hang zur Komplexität, auch im Visuellen. Und das hat mich sehr angeregt. Den Zusammenhang mit der Musik sehe ich nicht so direkt, dass man jetzt sagen könnte, es gibt eine Musik, die diesen grafischen Darstellungen direkt folgen kann oder umgekehrt. Aber hat sie dich nicht vielleicht doch dazu geführt, gewisse Sehweisen, die auch für die Interpretation von Interesse sein konnten, zu schärfen, das Bewusstsein sozusagen zu verändern für eben dieses unglaubliche Ereignis, dass komplexe Strukturen durch so wahnsinnig elementare, einfache Prozesse erzeugbar sind? Das ist natürlich eine umwerfende Erkenntnis, die auch für das Verstehen formaler Zusammenhänge natürlich sehr wichtig ist, dass man, Stichwort Selbstähnlichkeit, dass man hier eben beginnt, Formen zu verstehen, die sich in ihrem eigenen Mikrokosmos widerspiegeln. Es ist interessant, wie beispielsweise vierter Satz deines Klavierkonzertes, wo so ein Strudel, wie er sich hier auf dem Bild andeutet, in eine Komposition, die sich immer mehr entwickelt, die anfängt zu kreisen, erst in einzelnen Abschnitten, die sich immer mehr verdichten und ineinander verweben und dadurch auch scheinbar ihre Geschwindigkeit vergrößern. Das ist eine Empfindung, die man auch beim Betrachten einer solchen Grafik haben kann. Das ist dann sicher auch dem Verständnis der Musik förderlich. Wollen wir uns das nochmal anschauen in einem kleinen Rechnerexperiment, wie dieser Verdichtungsprozess, der zunächst ganz einfach erklärbar ist und primitiv ist, dann komplexe Muster erzeugt? Wollen wir das tun? Gut, dann gehen wir doch mal rüber zum Computer. Ja, müsst mir erlauben, dass ich kurz den Computer doch noch vorbereite. Ihr seht, das ist nicht ganz leicht, aber wir probieren alles, was möglich ist. Was ich hier habe, ist tatsächlich ein Modell, das uns das sehr einfach erklärt. Ihr seht, hier ist einfach nur eine, sagen wir, schwarze Fläche. Und nun erkläre ich euch den Mechanismus, der uns nun ein Supersignal erzeugen wird. Diese schwarze Fläche, die legen wir gewissermaßen auf eine Kopiermaschine. Und diese Kopiermaschine ist aber ein bisschen modifiziert, indem sie nämlich aus diesem Bild, das ist ja sehr einfach, drei Kopien macht. Und jede der Kopien ist einfach verkleinert um einen bestimmten Faktor. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir kopieren und wir sehen drei verkleinerte Kopien. Und damit habe ich den Prozess beschrieben. Ich nehme jetzt dieses Endresultat als Anfang des nächsten Schrittes. Und was bekommen wir dann? Das ist auch sehr schön sichtbar. Dann bekommen wir 9 noch kleinere Bilder. Und das scheint so primitiv zu sein, dass man sich fragt, was kann denn da wohl rauskommen? Wir machen es einfach wiederholt und sehen eine Struktur baut sich auf durch Wiederholung desselben Prozesses, die immer komplexer wird und schließlich in einen Endzustand läuft, der von unglaublicher Komplexität, allerdings auch Symmetrie ist, wie du eben kritisiert hast. Und das Unglaubliche ist, dass dieses Endresultat gewissermaßen unabhängig ist davon, was ich auf diese Kopiermaschine drauflege. Hier nehmen wir doch deinen schönen Namen und stellen uns vor, dass wir den auf einen Kopierer legen, der daraus 3 Kopien zieht. Das ist ja nicht schwer. Und nun legen wir dieses Endresultat auf den Kopierer und er macht uns davon 9. Und dann 27. Und wir sehen, wie Ligeti immer kleiner wird und eine neue Struktur sich aufbaut, die schon bald sichtbar wird. Eine Struktur, die übrigens die Mathematiker schon lange kennen, das Sierpinski-Dreieck, benannt nach dem polnischen Mathematiker Sierpinski. Und das ist so ein typischer Prozess. Komplexität entsteht durch Iteration eines einfachen Prozesses. Und man könnte das auch so sagen, dass hier eine Verdichtung stattfindet, eine wiederholte Verdichtung, die zu einem Supersignal, eben diesem Fraktal, führt.
Und ich dachte doch, dass das irgendwie sehr verwandt ist zu den Prozessen, die du schon in den 60er Jahren vorangetrieben hast. Ist das? Ich habe es naiv, ohne mathematische Hilfsmittel. Aber die Konzepte sind eigentlich identisch mit mathematischen Konzepten. Thank you.
Thank you.
Thank you.